Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge CMS Car Mechanic Simulator. 21, meine lieben Freunde, mit mir, dem JG Gamer. Wir haben nur ein Auto fertig gekriegt. Wir können kurz reingehen. Der Team hat bedeutet fertig gekriegt. Egal. Hatte zu wenig Zeit, Leute. Ach, eins ist fertig. Guckt euch mal bitte dieses Deck an, Leute. Bitte. Oh, Junge. Junge, da gehst du steif, Alter. So. Jetzt wollen wir mal testen. Erst gleich das Getriebe einstellen. Bitte. Nee, das ist ein Siebengang. Nee, dann machen wir einstellen. So, dann muss man auch zurück. So, circa auf 450. So. Das ist Siebengang. Soll Siebengang sein. Warte mal. Besser Siebengang. Perfekt. Jetzt besser. Ich habe vieles gemacht. Also, wäre ich akzeptiert, wenn der nicht auf die 1000 PS kommt. Ich bin ganz ehrlich, dann wäre ich nicht auf die 1000, dann bin ich nicht zufrieden. Und dreh hoch. Los. Der geht jenseits von gut und böse. Junge, das kannst du mir doch nicht mehr böse nehmen, Alter. Ich hab fast 1400 PS, Alter. Ja! Ich hab schon reingeguckt, deshalb bin ich nicht so begeistert. 401. Oh mein Gott, das ist gleich so gespinnt wie die Leistung von diesem Fahrzeug. Alter. Ist jetzt original eingetragen. Perfekto. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir mit diesem KFC. Nein. Nein, werden wir nicht. Wir müssen zuerst die Spur einstellen. Das habe ich noch komplett vergessen, Leute. Das tut mir leid. Also offizielle Folgen werden nicht mehr viel von Car Mechanic rauskommen, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Der Bock ist noch da. Zu restaurieren. Dieses breite Ding, Alter. Da hast du was geschafft, wo weiß Gott, was da war, Alter. Junge, Junge. Nicht so schwierig, nicht so hell. Und dann machen wir das hell. So. Fahrmarktstrecke. Und drauf damit, Leute. Gleich. Normalerweise sollte der jetzt nicht durchdrehen. Ich habe es links drauf, wie weiß Gott. Schattiert schön gegen die 400, Leute. Das Getriebe ist zu kurz. Übersetzt. Wir toppen nochmal das. Wir toppen das nochmal. Wird zu wert.
Das ist halt, das ist abgefahren, dieses Ding, oder? Über 400 km/h. Das ist schon Real Talk. Es ist dick. Wir werden gucken. Ist ja 4x4 mit Slicks drauf. Deshalb geht das auch gut. Wir haben noch. Auf dem Parkplatz haben wir noch einen Mustang mit einem fetten Motor drin. Fast 500 PS Leistung original. Werden wir noch mal gucken, wie daraus was ziehen können. Gieß mir kurz noch auf den Prüfstand. Ich will noch was machen. Wenn dann richtig, Leute. Man muss die 500 mal ankratzen. Die 500 werden es nicht sein, Leute. Da denke ich nicht dran. Aber es werden Nasen. Dann ist es schwierig zu toppen. Den RS7 verkaufe ich wieder, Leute. Den TT kann ich schon behalten. Vierhundert sind zu schnell drauf. Nein, ich habe den Fehler gemacht, Leute. Müssen wir nochmal zurück. Also mit 400 lenken, das geht nicht mehr. Und mal gucken, jetzt bleiben wir gerade auf der Linie. Das wird was. 463 werden noch mal geknackt. Bin ich mir fast sicher. Ja, Leute. 474. So, zurück zur Werkstatt. Jetzt werden wir mal noch die drei Sachen auffordern. Den TT, wie schon gesagt, behalten wir. Wir werden gucken in unserer Garage, ob da was noch rumsteht. Was ist Müll? Was kann weg? Und dann mit den 450.000 werden wir safe für 350 Autos einkaufen. Den werden wir verkaufen. Ja, da ist safe schon was nicht mehr auf 100%, Leute. Meine Nummernschilder da sind drauf. Das Ding ist einfach schmutzig. So, gut. Auto verkaufen, Leute. 400k. Wir sind halb reich. Jetzt müssen wir mal gucken, mal kurz auf die Garagenplatz. Da haben wir so einen drin, ja. Das ist das Ding. Und der DeLorean. Die zwei sind halt ohne Mods, weil die zwei sind wirklich Sachen, die will ich auch bauen. Aber ja. Gut, den können wir so stehen lassen. Und dann können wir mal. Als erstes die Scheune. Komm, lassen wir in die Scheune gehen. 350.000 können wir ausgeben. Wir werden gucken, wenn ich für 70 einen RS6 kaufen kann, dann kaufe ich ihn. Nur mit Widebody. Ja, sonst kann ich ja Widebody machen. Das ist
Nicht wild. Nur mit dem 777 PSer. Hätte ich das Auto kaufen und auf den Parkplatz stellen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir haben es. Fertig ist. Entschuldigung. So, mal gucken. Das ist der Start. Diesem Ding hier. Hier entsteht. Das Auto hatten wir mal. Haben wir den großen Motor drin. Wert des Fahrzeuges eh. Kein Interesse. Wie schon gesagt, das ist ein DLC. Den werde ich auf jeden Fall safe kaufen. Ist mir egal. Gleich Garage. Haben wir denn nachher langsam Zeit zum Aufbauen? Ist ja nicht so dringlich. Das Ding. Der ganz kleine Motor und ist nicht mehr wert. Leute, das war's mit dir. Mit der Dings da, mit der Scheune. DLC-Fahrzeuge haben wir. 30.000 haben wir ausgegeben. Von 350 wollen wir ausgeben. Sind das noch 320.000? Wenn das nur so weitergeht, dann wird da nichts draus. Dann wird da nichts raus. Schrottplatz. Und zuletzt gehen wir zum Händlerhaus, also zum Auktionshaus. Und da ein paar Schätze ergattern. Wie schon gesagt, nur noch Mods und DLC. Jetzt haben wir genug Cash zum das auswählen. Deshalb Mods, DLC, fertig. Ich weiß noch nicht, wie lange ich Bock mehr darauf habe auf CMS. Ihr seht ja, Dieselpodder ist komplett am Laufen auch. Es ist ja ähnlich, einfach das ist ein Mehrspiel und das ist ein Einzelspieler. Deshalb, ich weiß noch nicht, wie lange das geht mit dem CMS. Wer wird das? Das ist ein Mod, glaube ich. Ja, das ist ein Mod, ein Dodge. Das ist ein Dodge. Ja. Und wir haben Bock darauf. Deshalb kaufen wir das Fahrzeug und schmeißen den Dodge. Hier vorne haben wir einen DeLorean. Nur wenn wir etwas gewinnen machen, sonst. Jetzt bleibt er da. DeLorean haben wir besseren im Zustand zu Hause. Das sind dann drei. Den brauchen wir. Den haben wir noch nicht. Auch gleich kaufen. Garage. Gehen hier schön langsam den ganzen Schrottplatz absuchen. Der Zeit muss ja nicht. Hier ist ein RS6 ohne Widebody. Nee, das ist der kleine Motor. Das ist nicht so viel Bock darauf. Ist zwar billig wie verrückt, aber ist der kleine Motor. Brauchen wir nicht, müssen wir nicht haben. Ich will den großen Motor und gut ist. Ganz einfach. Ja. Ich habe Ansprüche und ich kann mir die Ansprüche auch leisten. Das ist nicht so wild.
703 PS. Das Ding ist ein Mod. Dann wird es gekauft. Wird es in die Garage gestellt. Noch mehr Fahrzeuge. Hier hat keine mehr. Hier hat es eins, aber das ist glaube ich kein Mod-Auto. Nee. Das ist auch nicht. Ja. Wenn wir sagen, wir haben vielleicht hier eingekauft. Zurück zur Werkstatt. Aber da steht mir immer noch zu viel da oben. Immer noch fast, es können gute 200k weg noch. Das stört mich nicht, 200k. Weil ein paar Autos werden ja aufgebaut und gleich wieder verkauft. Wie die zwei ohne Mods, die werden aufgebaut, dann verkaufe ich sie. Deshalb ist mir das noch nicht so wild. Spielspeichern können wir mal machen. Und zum Auktionshaus. Wenn wir jetzt hier nur Mods kaufen, dann werden wir die zwei herholen. Machen wir eins fertig, zweite fertig, verkaufen. Fertig ist. Kein großes Tram-Tram-Spiel. Ja. Wir gehen zuerst mal in den neuen. Das habe ich gleich gekauft. Das ist safe. Der steht für 32. Steht der für 32? Kann ich sagen, Anfang des Gebot 32, aber er steht sogar gut. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nehmen 650. Nee, das wollen wir nicht. So ein RS7, RS6, Entschuldigung, würde ich noch gerne kaufen. Ja, der White Body. Der White Body, das heißt auch einen großen Motor drin. Es war einiges drauf. Was ist hier? Nee. Das wollen wir nicht. Wenn ich ihn doch auseinanderbauen muss, ist mir das ernsthaft zu teuer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Den haben wir gleich gekauft. Den haben wir. Den und den RS7 würde ich gerne nehmen. Das ist ein DLC-Fahrzeug, ja. Ja, werden wir kaufen auf jeden Fall. Gerne höher. Ich habe gesagt, ich kaufe ihn, dann kaufe ich. Der kann gleich zu Gott machen. Jetzt lass ihn bitte mir White Body sein. Er ist mit White Body, das heißt, der ist safeness auch mit dem großen Motor. 40.000 Kilometer ist viel, deshalb ist das gut. Ja. Ist mein. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Können wir das immer mal verschnellern?
Ist doch meine Garage. So, auf dem Van hätte ich noch irgendwie Bock. Die PS hat er. Butter! 300. Wisst ihr was? Wir kaufen auf Jux. Auf Jux kaufen wir. Ist irgendwie geil. Gefällt. So, nachdem ist auch Schluss, dann muss ich vergessen gehen. Das ist doch meiner. Werkstatt, dann gehen wir mal zurück zur Werkstatt. Aber ich würde dann sagen, meine lieben Freunde, ich tausche die Sachen, ich nehme die zwei her, mach den hoch und gucke, wenn ich Zeit habe, das scheiß Kampagnenauftrag noch fertig zu machen. Und ich würde sagen, ja, sind wir jetzt bei der hier angekommen. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal.